und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Pokémon Revolution Online hier auf der sechsten Insel der Savvy Islands und ich werde natürlich erstmal in diesen Mülleimer reingucken, wo nichts drin ist. So, dann bin ich aber gespannt. Ich habe schon mal kurz reingeloopt am Ende der letzten Folge. Ja, genau. Wir sind hier unten. Ich könnte hier einfach so durchgehen. Kann ich hier Geld aus der Kasse klauen? Na du? Okay. Da gibt es nichts zu sehen. Guten Tag, der Herr. Aha. Los. Was hat es mit dieser sechsten Island auf sich? Ich habe irgendwie das Gefühl, die könnte ein bisschen härter werden. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Ihr habt schon mal ein Pokémon Center. Das ist sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich etwas. Was gibt's denn für ein Problem? Ein Mauzi. Natürlich helfe ich. Wir sollen einen Mauzi finden. Habe ich doch schon wieder eine Höhle gesehen? Oh mein Gott. Ich habe langsam eine Höhlenphobie. So, was ich erstmal machen werde, da diese Insel ein bisschen härter werden könnte, werde ich erstmal mein Team wieder aufstocken. So. Schaufler werde ich ja wahrscheinlich eh nicht brauchen. Sollte ich Zerschneider brauchen, muss Bisa Flor wohl herhalten. Sehe ich da oben eine Höhle? Da oben sehe ich in der Tat eine Höhle. Wie kommt man zu dieser Höhle? Ach so, die glitzert ja gar nicht, das heißt, da kann man gar nicht rein. So, was haben wir denn? What the fuck? Tschüss, ich gehe wieder. Nein, Spaß. Ich wollte mal hier gucken, steht hier vielleicht was dran? Hier steht nichts dran. Das sind doch Leute aus dem Team, oder? Okay. Kriege ich die Daten nicht in meinen Pokédex? Das finde ich frech. Ah, das ist eine Frechheit. Moment, das versuche ich nochmal. Tja, was macht die hier? Wahrscheinlich Essen. Deswegen ist übrigens auch ein Boss, den man antreffen kann. Ich glaube, wir standen sogar mal neben ihm. So, mal gucken, was haben wir hier.
Kann ich hier was mitnehmen? Okay. Dann würde ich mal sagen, werden wir die Insel mal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Genau. So, wir suchen einen Mauzi. Ich schaue noch mal ganz kurz in dem Pokémarkt hier rein. Was habt ihr denn so? Beleber. Full Restore. Ultraball. So ein paar Beleber, so 10 Stück, könnte ich eigentlich mal wieder mitnehmen. So. Die werde ich auf jeden Fall später bei den Top 4 brauchen. Max Potion. Könnte ich auch mal 5 Stück mitnehmen. Wir haben es ja. So, ein paar Beleber, ein paar Max Potions. Knapp 285.000 Pokédollar haben wir noch, das recht locker für den Dragon Membership. So, was ist denn das hier? Natürlich. Och nee, ernsthaft. Er hat überlebt. Das ist ungünstig. Ich hätte jetzt gedacht, es wird ein One-Hit. Überlebt Rizoros einen Solarstrahl? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, überlebt er nicht. Tja, dumm gelaufen. Dann können wir gleich wieder zurück zum Pokémon Center. Sehr gut. Aha. Du machst auch mal einen Abgang. Da unten ist das Mauzi, was wir suchen sollen. Da unten ist das Mauzi. Hier, ich habe da Mauzi gefunden. Hey, bleib mal stehen. Ja, okay. Muss ich das jetzt eigentlich fangen oder muss ich es irgendwie besiegen? Das letzte Mal, als ich ein Pokémon fangen sollte in Johto, dieses Porenta, da musste ich es besiegen. Es ist nach Norden gerannt. Nach Norden ist Wasser. Hä? Der Mauzi kann doch schlecht über Wasser rennen. Okay, die Route nach Süden scheint anscheinend ein Landweg zu sein und nach Norden ein Wasserweg. Wir gehen erstmal nach unten.
Warum fühle ich mich auf dieser Insel irgendwie verarscht? Ich bin gleich wieder da. Ich hole noch mal gerade mal Pokémon, was Schauflacke. Das reicht mir aber langsam, ey. So, du kommst mal, nehme ich mal lieber mit. Ampharos bekommt mal eine Pause. Ampharos bekommt mal eine kleine Pause. Das war so klar. Na du? Bam! Heavy Slam. Ja, Windsor ist auch ziemlich schwer. Sehr gut, Vizoros, sehr gut. Ui. Ja, was machen wir da denn am besten? Ach, das ist doch ein Scherz. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Und tschüss. Level 72, sehr gut. Ich werde Rizos übrigens bald offscreen zu einem Rihornio entwickeln. Mein Kumpel hat mir schon meine Hilfe zugesagt. Einen Burnheel habe ich ausgegraben. Einen Feuerheiler. Gut. Ein Schutz. Das könnte hier eventuell noch nützlich sein. Kommt, was richtig Geiles. Ich meinte mit richtig geil jetzt nicht unbedingt ein Georock. Komm, gib mir ein Fossil. Das brauche ich auch nicht unbedingt. Noch ein Schutz, noch ein Feuerheiler. Alles ganz nett, aber nicht wirklich so mega geil. Stanley. Yes, das ist weitläufig hier.
Taika Davis. Okay, warte mal, hier kommt man. Was ist das denn hier? Okay. Wenn man da hoch will. Kann es sein, dass das hier das Ende ist? Was befindet sich da oben bei Stanley? Das Geile ist natürlich, wenn wir dieses Mauzi gleich irgendwo im Norden finden, wie immer Mauzi schwimmen kann. Wehe, das rennt nach Süden und ich muss ja noch mehr. Wehe. Ein Mogelbaum. Das greife ich doch gerne mit meiner Kampfattacke an, die nicht trifft. Ernsthaft. So, jetzt aber. Was haben wir denn hier so für Pokémon? Ja, nicht schlecht. Na, Hector, was geht? Und ein Level Up für die Zockers. Sehr gut. Hui, ein Kangaroo. Habe ich überhaupt schon mal einen Kangaba gesehen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe hier in Puro bisher noch nie einen Kangaba gesehen. Das war das erste Kangaba, was ich jemals gesehen habe. Stanley. Komm, lass mich durch. Natürlich. Sehr gut. Och, ernsthaft. Okay. Oh mein Gott, kein Sturdy. Ich bin begeistert. Na, ganz toll. Rizeros, irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt. Da ich keinen Bock habe, zurückzulaufen, werde ich mal einen wertvollen Belieber verwenden. So, hier Super Potion habe ich ausgebuddelt. Kann ich mal gerade einsetzen. Ich habe noch ein paar Citrus-Berries. So. Passt. Professor Digum. Who the fuck ist Professor Digum?
Nur, dass ich schneller bin. Und ein weiteres Level-Up. Sehr gut. Also hier kann man auch noch ziemlich gut trainieren für die Top 4. Verbinde ich gleich zwei Sachen mit einem. Das ist dein favorisiertes Fossil. Das ist schön für dich. So, was ich jetzt nicht zwangsläufig schön finde, ist, dass da oben so ein Typi noch steht. Wer bist du? Eine Höhle. Wenn wir ihn besiegen, dürfen wir in diese Höhle. Gut. Ach du heilige Scheiße. Das ist ja optimal. Okay, Mega Drain zieht jetzt sich so ganz viel ab. So, Kabutops wäre schon mal weg. Ja, das wird ja mal besser. Das wird ja immer besser. Ich wechsle. Großartig. Und wieder zurück. Super effektiv, aber trotzdem bist du jetzt weg. Insofern ich natürlich treffe. Ach, ich flinch natürlich, das darf nicht wahr sein, ey. Der Typ ist gar nicht mal so schlecht. Alter, was ist das denn? Was ist das denn für ein Monster? Du machst mir nicht sonderlich viel Schaden, mein Lieber. Ein Level up. Alles klar, letztes Pokémon, let's go. Was ist das denn? Du siehst mir ein bisschen pflanzenmäßig aus. Ich probiere mal das hier. Ich treffe nicht, das ist ein Witz. Das wäre ein One-Hit gewesen. Gut, auf jeden Fall, wir haben gewonnen. Ich würde mal sagen, wir dürfen rein. Die Frage ist, was ist das? Keine wilden Pokémon. Das Einzige, was ich machen kann, ist da runterspringen.
Die Frage ist, wie komme ich wieder raus? Ich jump runter. What? Hier gibt es auch keine wilden Pokémon. Was ist denn das hier? Hä, wie kann ich jetzt wieder in der zweiten Etage sein, wenn ich gerade in der vierten Etage runtergesprungen bin? Ich kann doch schlecht hochspringen. Ach, das ist wieder so eine Scheiße. Jetzt bin ich wieder ganz oben, wollte mich eigentlich verarschen. Okay, jetzt bin ich in 4. Jetzt bin ich wieder in 1, leck mich doch am Arsch. Ganz ruhig. Ich werde jetzt unten runterspringen. Komme ich nach 3. Okay. Okay. Nicht oben. Nicht oben. Okay, es war hier rechts. Concentration. Und wenn ich jetzt wieder... Ey, leg mich da am Arsch. Ich hab's geschafft. Ich bin ganz unten. Die Frage ist, was ist hier? Hier ist eine Platte, wo etwas draufsteht. Saphir-Ruhm. Sieht schön aus, aber was kann ich hier machen? Ich nehme an, wenn ich die Leiter hier nehme, genau, dann komme ich hier hin. What the? Okay, hier gibt es immer noch keine... Was ist denn das hier für ein Ort? Kann ich hier irgendwie angeln? Jetzt bin ich hier am Exit. Ja, das ist ja alles schon gut, aber was gibt es denn hier? Hier gibt es keine Pokémon, hier gibt es keine Items. Wozu habe ich mich denn jetzt hier reingekämpft? Also es sieht wirklich sehr cool hier drin aus, aber wozu habe ich mich jetzt hier reingekämpft? Wo bin ich jetzt denn? Moment. Ich bin jetzt aber nicht... Bin ich gerade hier reingegangen und bin jetzt hier auf dieser Insel? Das ist nur ein Durchgang zu dieser Insel hier. Ich wette, ich bin da. Hm.
Professor Oak. Ich glaube, wir sind gerade hier reingegangen und sind jetzt hier auf dieser Insel. Möchtest du kämpfen? Ich gehe erstmal hier rein. Hier werden allerlei Nachforschungen betrieben. Fossil Expert Wallert. Ich bin mir gerade nicht sicher, was das soll. Ich muss noch mal einen Beleber verwenden. Da. Möchtest du etwa schon wieder kämpfen, Professor Eich? Hm? Hm? Wie wär nicht? Was hat mir das jetzt gebracht, dass ich mir den Weg durch die Höhle freikämpfe und jetzt hier lande auf dieser geheimen Insel? Power Generator. Stone Extractor. Seems broken. Oh, hier kann ich das Klo und das Wut. Hier kann ich Höhlenfossile zurückverwandeln. Ich habe ein Chlorfossil ausgebuddelt irgendwann mal. Und ich habe, ich glaube, das Helixfossil kann ich auch noch auf der Zinnoberinsel zurückverwandeln. Und ich habe noch ein Wutfossil. So, hier, Chlorfossil. Yes, ich bin mir mega sicher. Danke. Kannst du das andere gerade auch noch verwandeln? Das Wutfossil bitte. Yep. Hier bekommt man... Alter, das ist ja fies. Das heißt, man braucht einen Membership-Status, um... Bei... In Höhen kann man das sicher auch ohne Membership machen. Cool. Das ist natürlich ziemlich cool. So, kann ich jetzt zufällig den Trick machen mit dem Escape Rope? Ah, perfekt. So, aber bitte heilen. Dankeschön. So, dann gucken wir uns doch mal unsere beiden neuen Schützlinge, sag ich mal, an. So, und zwar ihr beiden seid das. So. Und. Was für ein Typ bist du? Gesteingras. Und was bist du? Käfergestein. So. Genau. Kann ich euch erstmal wieder so mitnehmen. Das hat sich ja gelohnt, in den Süden zu gehen. So, trotzdem haben wir natürlich immer auch das Problem, dass wir das Mauzi nicht gefunden haben. Und das Mauzi ist ja Richtung Norden geflüchtet.
Warum auch immer, ich weiß nicht. Hier sein. Die Frage ist, wenn ich jetzt runter surfe, kommt da noch etwas Interessantes? Nein. Gut, dann haben wir den Süden von Insel 6 komplett abgehakt. Dann knöpfen wir uns mal den Norden vor, wo ja auch das Mauzi sein soll. Eine Insel. Ist hier zufällig ein Mauzi? Guten Tag, ist hier ein Mauzi drin? Hm. Ah, da ist es ja. Mauzi, was machst du denn? Mauzi, komm mal her. Hier rüber. Hier rüber, wo ich nicht kann. Sehr gut, Mauzi, sehr gut. So, ach, das ist doch ein Witz, ey. Ihr habt ja nicht zufällig ein Pokémon-Center, damit ich meinen Ultra-Galaria gerade holen kann, oder? Ihr habt das nicht zufällig. Die haben ja bestimmt kein Pokémon Center. Ja, ich wollte zum Mülleimer. Geht es weiter? Was ist denn das hier oben? Wo bin ich hier gelandet? Ich kann... Ich muss es machen. Sie haben mir nun mal gerade kein Pokémon-Center und ich will mir das da durchlesen. Ich kann ja jederzeit beim Attacken-Erlerner 2000 Pokédollar ausgeben. Ich habe ja mehr als genug, um Bisaflo die Attacke wieder beizubringen, die andere. Wie, das lohnt sich jetzt nicht. Will ich jetzt verarschen? Diese Spieleentwickler, ne? Wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Also ich bin jetzt hier auf dieser Insel. Also mit wenigen Pokémon haben es die hier nicht so auf der sechsten Insel, habe ich das Gefühl. Du bist nicht echt, stimmt's? Natürlich. Och nee, ach komm, oh nee. Oh nee. Du möchtest kämpfen, so sei es. Und ein Level up, dankeschön.
Ui. Ui, 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 ui. Hier gibt es auch keine Wellen-Pokémon, also die haben es echt nicht so mit Wilden. So, wir könnten. Gibt es hier irgendwas? Prinzipiell suchen wir ja eigentlich nur einen Mauzi. Trainer Brad. Ach Junge, was willst du denn? Oh, I came here from Sinnoh. Sinnoh ist ja die vierte Region, die als nächstes kommen wird. Ein Staraptor. Das klotzt mich gerne um. Auch gerne um. Danke fürs Level Up. Ui. Ui, ui, ui. Da wechsle ich doch mal ganz schnell. Ihr lebt noch? Ich dachte schon. Der hat gar nicht mal so schlechte Pokémon. Das hier finde ich übrigens stylisch. Er erinnert mich an. Erinnert mich ein bisschen an. An diese Schildkröteninsel aus Naruto Shippuden, glaube ich. Hat ein bisschen was, ja. Finde ich auf jeden Fall cooles Design. So, da sehe ich auf jeden Fall ein Item liegen. Das gefällt mir. Das ist jetzt nicht mehr Zermina. Sehr weh, aber dich mache ich dafür One-Hit. Bin ich schneller wie du? Wenn ja, ist das One-Hit. Ich riskiere es. Ich bin schneller, nice. Ich bin nicht schneller. Aber egal, es reicht. Level 79. Mega geil. So, jetzt zeige ich dir mal einen Hundemon. Hallöchen, die letzte Entwicklungsstufe des Feuerstarters aus X und Y. Na so was. Guten Tag.
schönen Tag und tschüss. Ernsthaft. Hat die mich wieder zurückgeportet? Okay. Das merke ich mir. Fräulein, das merke ich mir. Jetzt muss ich diesen ganzen Scheißweg nochmal laufen. Nein, ich spreche dich nicht nochmal an. Ein Big Nugget! Nice. Na, teleportierst du mich nochmal? So, ist hier unten noch irgendwas? So, Öppler. Immer noch keine wilden Pokémon. Die sechste Insel hat es echt nicht so mit wilden Pokémon. Zwei Wege, oben und unten lang. Dann natürlich ist das hier der falsche. Wo ist dieses verkackte Mauzi? So, Ries uns gerade mal aufholen lassen. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ah, ich glaube, ich bin jetzt hier reingegangen und bin jetzt hier oben rausgekommen. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, guten Tag. Hä? Was? Achso, okay. Das ist Mauzi. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn jetzt? Es geht hier nach oben weiter. Oder bin ich immer noch hier? Ich glaube, ich bin immer noch hier. Lol. Das habe ich nicht gesehen. West. Oh nein, bitte nicht. Bitte, nein, nein. Moment, ich kann ja wieder zurücksurfen. Alles easy. Okay, hier bin ich jetzt. Ich bin also doch noch auf dieser ersten Insel hier. Also auf dieser ersten Nebeninsel. Lol. So. Gut, wir verfolgen weiter. Das Mauzi. Habe ich noch, habe ich noch, habe ich noch, habe ich in der Tat. So, okay, wir müssen erstmal weiter nach links, das ist korrekt. Die Wasserroute entlang. Hey. Na, Mauzi, da bist du wieder. Nördlich, natürlich. Wo auch sonst. So, was haben wir hier? Ein Pokémon?
Ernsthaft? Ein Seedraken, natürlich. So, was ist mit dir? Cool. Du möchtest doch bestimmt kämpfen. What? Wie ein Gänger? Wieso hast du ein Gänger? Oh, das könnte sogar noch ein Level Up für unser Ampharos sein. Und es ist ein Level Up. Sehr gut. Boah, das passt, die Top 4, die Yuto Top 4 können sich für unseren zweiten Versuch extrem warm anziehen. Level 94. Die Frage ist nach wie vor, wo ist das Mauzi? Insel ist es nicht. Was ist das denn? Noch eins. Nice, die Food Parasit. Sehr gut. So, sag mir jetzt nicht, da kommt noch eins. Das könnte noch ein bisschen dauern. Ladies and Gentlemen, die nachfolgende Sendung verschieben sich um 5 Minuten. So, das war Nummer 3. Ich hoffe, Ampharos schafft das noch. Wo ist Mauzi? Ah, da ist Mauzi. Ach, schon wieder eine Höhle. Das darf doch nicht wahr sein. Alter. Wie mega weitläufig ist denn das hier? Boah. So, du siehst mir wie ein Kämpfer aus. Dein Trainingsplatz, so. Dann werde ich dich mal hier von deinem Trainingsplatz verweisen.
Ernsthaft. Oh, reicht das vielleicht auch noch für ein Level-Up für C3 King? Das wäre natürlich sensationell. Na, reicht leider nicht. Level up, nice. So, Mauzi. Jetzt ist wieder nach Süden gerannt. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Was ist denn das hier? Irgendein Cave. Hä? Wieso? Okay, bevor ich in dieses Cave gehe, würde ich auch noch wissen, was ist denn hier oben? Jemand eine Sandburg. Ich glaube, hier ist gar nichts mehr. Ein Tentakel. Gut, ich würde mal sagen, da gucken wir uns noch die Höhle an und dann sind wir hier auch durch. Dann sind wir hier auch soweit auf der... Ne, das wollte ich nicht. Dann sind wir auch soweit auf der sechsten Insel durch und müssen nur noch das Mauzi zurückbringen, was jetzt wieder irgendwo im Süden ist. So, mal noch gucken, was gibt es hier so für Pokémon? Oh. Interessant. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt für Sidraking. Das ist auch perfekt für Sidra King. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, was als letztes kommt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe da so eine Ahnung. Bin ich gut oder bin ich gut? Boah, es ist weitläufig. Trainer Len. Oh, ein Teddy Ursa. Hallöchen, Teddy Ursa. Dich würde ich sehr gerne mal fangen. Zu Papa, Teddy Ursa, komm zu Papa. Verdammt, das will nicht. Meine Güte, bleib doch mal drin. Ich werfe mal einen Great Ball. Teddy Ursa,
würdest bitte drin bleiben. Bitte. Ich werfe noch einen Superball. Das gibt's doch nicht. Ja, gut, dann bist du jetzt halt down. Das kann ich auch nicht ändern. Wenn du nicht willst, dann halt nicht. Okay, hier haben wir schon mal eine Sackgasse mit einem Item, das gefällt mir. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Elixier. Habe ich dich nicht schon? Achso, ja doch, dich habe ich schon gefangen. Ich wollte gerade schon sagen. War das gerade shiny? Ne, das war nicht shiny, oder? Da war kein S. Ich dachte gerade schon, ich hätte auf Fliegen geklickt und vor mir stand ein shiny. Ne, das war nicht shiny. Da stand kein S. Oh, das ist wieder ein Teddyursa. Auf ein neues. Teddy Urso, du hältst den Verkehr hier übrigens ganz schön offen, möchte ich anmerken. So, dann gehen wir mal nach rechts. Auch hier fehlt mir mal wieder der Zertrümmerer, wie ich sehe. Hier läuft einfach nur ein Typ rum. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hab ich nicht, sorry. Gut. Hätten wir oben und rechts abgehakt, bleibt nur noch in links. Vielleicht kann uns ja dieser nette Typ hier dabei behilflich sein, unser Rizrus von 79 auf 80 zu trainieren. Wer weiß. Boah, diese Encounter Rate. Hui. Was bist du denn für ein Klotz? Counter. Da wollte mich doch der Fahrer schnell. Okay. Ich verstehe schon. Du wirst mich trotzdem nicht besiegen. Natürlich kommt jetzt das. Oh, wie gut, dass der Blizzard nicht getroffen hat. Blizzard tut immer weh. Boah, Alter, ein brutaler Lander willst du mich eigentlich verarschen, ey. Ja, Drache ist gegen Drache sehr effektiv, habe ich gehört. Was bist du denn? Egal, du bist down.
Da sind aber schön viele neue... Okay, wir sind hier durch. Da sind aber schön viele neue Pokémon für meinen Pokédex, die ich sehe. 2 Sonderbonbons, nice. Sehr gut. Sehr schön. Dann sind wir hier komplett fertig auf der 6. Insel. Wir müssen nur noch dieses Mauzi quasi ja, zurückbringen, irgendwie. Ist jetzt hier irgendwo auf diesen kleinen Pissinseln? Ich gehe mal stark davon aus, dass Mauzi jetzt wieder ganz zum Anfang zurückgelaufen ist. Lol. Ja, nice. Müsste Mautz jetzt ja eigentlich... Alter, ihr geht mir langsam auf die Eier, wisst ihr das? Da müsste Mautz jetzt ja eigentlich wieder irgendwo hier sein, keine Ahnung. Mauzi, geh mir nicht auf die Eier, ich sag's dir. Übertreib's nicht, Mauzi, übertreib's nicht. Ich hab dich jetzt über die ganze Inselkette gejagt. Bitte nicht. Ist es ernsthaft? Jetzt wieder nach unten gelaufen? Das ist jetzt ein Scherz. Dieses verkackte Vieh ist jetzt nicht im Ernst da runter. Boah, weh, ich muss jetzt wieder durch. Oh, nee, ey. Boah, dieses Mauzi. Wenn ich das finde, werde ich es köpfen. Ich werde es einfach nur köpfen. Das war so klar. Ich hätte erst nach Norden gehen sollen. So, wie gut, dass ich mich hier schon überall durchgemetzelt habe. Was wollt ihr? Ach, Moment, das ist doch wie diese komische Biker-Gang, oder? Ja, genau. Ein Glurak, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich treffe natürlich nicht, das darf nicht wahr sein. Ich treffe natürlich nicht. Du, ja. Oh. Sekunde, ich muss mal eben wechseln. Ich bitte um Geduld, meine Lieben. Das ist doch wie diese blöde Biker-Gang. Dann ist auf der 7. und letzten Insel bestimmt wieder irgendwas mit Jackson. Ich sehe es doch schon.
Ernsthaft? Ich bin paralysiert. Wollt ihr mich verarschen? Da werde ich mal wieder wechseln müssen. Tja, ich würde mal sagen, Mautzi ist gerettet. Oder was meint ihr? Endlich. Wir sind durch. Ich habe das Gefühl, ich muss das echt in zwei etwas längere Folgen schnibbeln, aber macht ja nichts. Sonst will ich aber eine dicke, fette Belohnung sehen. Eine richtig dicke, fette Belohnung will ich sehen. So. Hi. Einen Expert bellt. Na, Mautzi, wie geht's jetzt? Was hat sie uns gegeben? Ein Expert-Bild? Was ist das denn? Muss ich nachgucken. Ist wahrscheinlich für Kampf-Pokémon oder so. So. Dann würde ich mal sagen, können wir weiterreisen zur siebten und letzten Insel, wo es eine kleine Route nach Norden gibt und eine etwas größere nach Süden, die sich dann nochmal nach links und rechts aussplittet. Die siebte und letzte Insel der Savvy Islands, das gibt es in der nächsten Aufnahmesession. Ich positioniere mich gerade nochmal, beziehungsweise ich kann euch schon mal rüber segeln. So, Moment. Hast du mir immer noch nichts zu sagen? Okay. So, erstmal wieder traditionell in den Mülleimer gucken. Gerade noch mal kurz Luki Luki machen. Okay. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und in der nächsten Aufnahmesession gucken wir uns dann die siebte und letzte Insel der Savvy Islands an. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann. Ciao!